Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, es ist gut, dass jetzt endlich Rechtssicherheit in der Betriebsratsvergütung herrscht und deswegen stimmen wir dem Gesetz heute auch zu. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs sind nämlich etlichen Betriebsräten die Gehälter eingefroren, ja sogar teilweise drastisch gekürzt worden, ein unhaltbarer Zustand. Allerdings wissen wir jetzt auch, was bei der Bundesregierung eilbedürftig bedeutet. Als solches wurde der Gesetzentwurf im November vergangenen Jahres eingestuft. Sie haben fast 7 Monate dafür gebraucht, um es in ungeänderter Form durch das Verfahren zu bringen. Fleißbienchen gibt es dafür nicht. Aber insbesondere an die Adresse der FDP will ich schon sagen, Sie sollten sich schämen, dass Sie selbst dieses Thema für Ihren regierungsinternen Kuhhandel missbrauchen. Das Problem, dass Betriebsräte häufig für ihre Arbeit nicht angemessen bezahlt werden, das hat die Bundesregierung mit diesem Gesetz allerdings nicht beseitigt. Wir sind da sehr klar. Sämtliche im Amt erworbenen Qualifikationen und auch die Amtsausführung müssen bei der Gehaltsfindung berücksichtigt werden. Diese Anerkennung und Wertschätzung haben Betriebsräte verdient. Sie sind nicht nur ein Garant für mehr Demokratie am Arbeitsplatz, sondern auch für ein besseres Demokratieverständnis in der Gesellschaft. Aber es fehlt hier allein schon an ausreichendem Schutz, Stichwort Union Busting. Die Behinderung von Betriebsratsarbeit, das Verhindern von Betriebsratswahlen, Einschüchterung, Bedrohungen, das sind keine Kavaliersdelikte, das sind handfeste Straftaten. Und bei diesen Straftaten muss auch ohne Strafantrag von Amts wegen ermittelt werden. Notwendig ist eine Einstufung als Offizialdelikt. Damit wurden Betriebsräte im Kampf gegen mitbestimmungsfeindliche Arbeitgeber und ihren Anwaltskanzleien gestärkt. Das steht im Koalitionsvertrag. Das verspricht der Arbeitsminister seit 2019. Und der Kanzler hat es auf dem Deutschen Betriebsrätetag 2023 nochmals bekräftigt. Dort hat er zum Offizialdelikt gesagt, ich zitiere, deshalb ist es meine feste Absicht, dass wir die Rechtslage, die das heute nicht hergibt, verbessern. Bloß passiert ist bislang nichts. Und Herr Minister, Sie haben noch so etliche Baustellen offen. Offizialdelikt, offizielles Zugangsrecht oder digitales Zugangsrecht der Gewerkschaften, Tariftreuegesetz, Aktionsplan, Tarifbindung, Arbeitszeitgesetz. Und Sie müssen das alles mit dem Trupp der FDP noch hinbringen. Also Sie sollten sich sputen, weil sonst wird es nichts mehr. Wir erinnern Sie jedenfalls heute mit unserem Antrag an das Versprechen des Offizialdelikt, damit kein leeres Versprechen bleibt. Fakt ist, wir brauchen mehr Betriebsräte und mehr Demokratie in der Arbeitswelt. Vielen Dank.